Willkommen zurück zu Generation Zero. Wir sind auf der Insel. Und wir waren ja, haben wir das letzte Mal haben wir hier aufgehört. Jetzt machen wir hier weiter. Und wir werden jetzt. Moment. Als allererstes will ich mal wissen, was das da unten ist. Ob man da hinkommt. Das ist ein anderes Thema. Aber das sieht sehr interessant aus. Vielleicht ist das hier irgendwas Geheimes. Okay. Man kommt da hin. Ja, geil. Jetzt ist immer interessant. Euch habe ich jetzt mal gar kein. Was machst denn du da? Alter Schwede, die halten ja was aus, das ist ja abartig. Okay, mal gucken, was das hier ist. Ein Puppe da nämlich hin. Neue Mission. Hinter verschlossenen Türen löse das Rätsel hinter dem. Was der hell? Da ist eine Nebenmission aufgetaucht. Ja, krass. Also, wie es aussieht, es ist nicht nur das, was man findet, sondern es gibt hier noch. Ach so, okay, dann machen wir das. Untersuche die Leiche an der Küste südlich von Berg Atan oder wie auch immer. Okay, du hast zwei nebeneinander liegende Leichen auf einer der kleinen Insel vor der Küste gefunden, nahe dem Jagdclub Berganal. Die scheinen zweieiige Zwillinge zu sein und hatten dieselbe Kleidung an. Abgetragene Jeans, Karohemden und feste Wanderschuhe. Beide wurden mit einem Schuss aus nächster Nähe in den Hinterkopf getötet, was darauf hindeutet, dass sie vor der Katastrophe ums Leben gekommen sein müssen. Untersuche die Hinweise, um mehr über die Zwillinge herauszufinden und diesen Doppelmord aufzuklären. Ja, krass, okay. Dann gehen wir mal gucken. Komme ich da hin? Ja. Okay, erstmal gucken, was hier noch so ist. Ihr läuft ja nicht weg. Ja, die wurden exekutiert. Dann. Ja, das ist ja geil. Hat so unbedeutend ausgesehen, aber ja, cool. Okay, dann haben wir hier. Die Pistole, was geben sie denn? Was haben sie denn? Ein Möller. So, Schlüsselkarte und Prospekte von Björn Nöckert lesen. Kehre zum Hotel und sperre Zimmer 237 auf. Ah, Zimmer 237 aufsperren. Okay, manche Zimmer konnten wir ja nicht öffnen. Ja. Ja, geil. Ja, finde ich cool. Baue ich jetzt ab? Nee. Und hier noch irgendwas? Nee, also hier kommen wir aber nicht mehr weiter. Nee, das ist zu tief. Okay, dann. Ja, ich war schon überlegen, soll ich es machen, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, da kommt es nicht hin. Aber ey, man kommt da hin. Eine versteckte Mission. Ein Mord aufklären. Ja, ne. Okay, mal was anderes. Sehr schön. Schon ein hübscher Ballermann, wo er da hat. So, man kriegt auch hier nicht angezeigt, dass hier eine Mission ist, ne? Das
So, dann gehen wir mal hier lang, weil hier oben ist auch noch irgendwas. Moment. Irgendwo da oben. Okay, dann scheint es nicht zu sein, aber ich gucke jetzt nochmal vorsichtshalber. Aha. Naja, das ist nur der Felsen hier. Okay, okay. Man kann ja nicht immer irgendwas finden. Dann würde ich sagen, ab nach hier. Oben lang, unten lang. Immer so lang, dann kam aber immer alles im Blick ein bisschen. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben lang. Ja, da oben ist ja auch das erste, was ich suche, ne? Und hier so lang, immer alles ein bisschen Blick behalten, gucken, was da vielleicht noch so ist. Bei mir ist was, ja, aber erstmal uninteressant. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Könnte vielleicht auch so ein Armee-Ding sein. Nee, keine, ich dachte, das wäre eine Höhle. Hört sich noch am Tank an. Und das sind die Gebäude hier. Ja. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Und es wird Tag. Ja, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Nichts. Hier liegt schon was, sehe ich schon. Hab zwei. Mhm. Mhm. Fünf Schnecken. Ja, wie gesagt, wenn man uns wird alles später gemacht. So, hier irgendwas. Okay. Hier haben wir alles. Wir gucken uns trotzdem das andere Haus an. Ne, es ist gar kein Haus. Das ist. Wir haben Leute geschlafen. Okay. Hier immer noch was. Dann sind wir hier auch durch, würde ich sagen. Jo. Dann ist unser nächstes Ziel hier oben. Boah. Das heißt, wir müssen jetzt da hoch. Da schon? Nee.
Sicherheit nicht. Sehr schön. Wäre halt geil, wenn du so einmal auf den Tank schießt, dann wäre das Teil direkt tot, aber ist halt leider nicht. Kann ich dich von hier looten? Nee, natürlich nicht. Ist nur ein Gegner, oder? Ja, wo bin ich? Oh, der hat mir echt noch einen Feuerstoß gegeben, der Saftsack. Aber wie gesagt, die Waffe auf offenem Feld, genial. Für Gebäude ungeeignet. So. Also auf der Insel kriegst du echt ordentlich Loot, ne? Das ist schon manchmal mehr als auf dem ganzen Festland zusammen. Also es kommt immer auf die Region an, muss man auch dazu sagen, ja. Hab ich... Ein LKW-Fahrer war doch noch irgendwas, oder? Irgendein Fahrer, ich glaube du. Ja, da war noch was, genau. Her damit. Hab ich dich gelootet? Ja, hab ich. Okay. Ich bin voll überlastet schon wieder. Naja. Das ist natürlich nicht gerade gut. Absolut nicht. Der Unterstuff, das ist der hier. Ja, das ist klar. Na gut, dann müssen wir halt jetzt ein bisschen langsamer gehen und gucken, was uns da hinten erwartet. Da haben wir's.
Da haben wir den Ort. Ist das so? Ja, das ist er. Okay, hier gibt es eigentlich nichts außer eine Waffe. Aber wer weiß, wir haben hier eine versteckte Mission gefunden. Das ist so eine Après-Ski-Hütte auf jeden Fall. Das hat echt noch gefehlt. Es hat die ganze Zeit war da nichts zu sehen von dem Zeug, aber jetzt haben wir es. Jetzt sehen wir es. Das Kochding. Das wird ticken. Ich finde es halt echt krass, dass diese Lichter und manche Dinger so unzerstörbar sind. Kiste. Reparaturset. Ja, dann würde ich echt sagen, wir haben dann wirklich diese Insel komplett erkundet. Also, ich denke, dass wir da wirklich jetzt alles erkundet haben. Ein paar nette Überraschungen erlebt, auf jeden Fall. Ja, muss man sagen. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. Und dann kann man nämlich jetzt mal die Story weitermachen. Ich bin gespannt, was da noch erwartet. Mhm. Okay. Ja, das war's hier. Sieht groß aus, ist es aber jetzt nicht. Ja, dann ab zum Hotel, würde ich sagen, ne? Ab zum Hotel. Oh, ich bin komplett überladen, das ist halt jetzt ätzend. Aber gut, ist nicht so schlimm. Bin jetzt eh gleich im Hotel. Machen jetzt noch die Nebenmission und dann kann man ja alles wieder. Das muss ich alles wieder aufräumen. Kannst du ja auch nicht mehr springen? Doch, kannst du. Moment mal, das ist doch bestimmt der Weg hoch zum Hotel. Ja, ist er. Ja, halt cool, wenn du so Strom anmachen kannst und könntest dann so mit dem Lift hochfahren. Ja, das wäre eine geile Sache. Vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Vielleicht haben sie sich das für den DLC aufgehoben. Und da haben wir das Hotel. So, Zimmer 237. Da war ich noch gar nicht drin, ne? Oder? Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Ich glaube, hier war ich echt noch nicht drin. Okay, leer. Oh, wieder zu. Ne, hier war ich echt noch nicht drin. Obwohl das am Hotel ist.
So, Zimmer 237. Dann wollen wir mal. Muss ich erstmal gucken, wo könnte das hier sein? Ne, das ist eine Etage höher. Eine Etage höher. Okay, noch eine Etage höher. Moment mal. Wo ist das Ding jetzt? Zimmer 237. Verdammte Axt, wo ist das? Zimmer 237. Hier lang, ja, und dann? Hier lang. 202, 237, das ist das unten? 208. Kehre zurück zum Hotel, sperre Zimmer 237 auf. Ah, okay. Könnt ihr raus, was in Zimmer 237 geschehen ist. Eine Waffe hier. Uiuiui, habe ich einiges zu verschrotten hier. Heilige Scheiße. Wow. Okay. Dann wollen wir mal. Zettel aus Zimmer 227. Ein Stück Endlospapier aus einer oder aus einem Nadeldrucker, das neben dem Waschbecken im Bad von Zimmer 237 lag. Jemand hat immer und immer wieder denselben Satz getippt. Wir wollen nicht mehr mit dir spielen, Daniel. Wir wollen nicht mehr mit dir spielen, Daniel. Wir wollen nicht mehr spielen mit dir, Daniel. Okay, und es geht jetzt weiter wie? Schlüsselkarte, Prospekt, nehmen sehen. Wir wollen nicht mehr mit dir spielen, Daniel. Okay, krass. Okay, einfach nur was. Na, ich hätte bis da ein bisschen noch so mehr gewünscht, dass wir da noch ein bisschen mehr, aber ist okay. War nicht mehr drin, ist okay. Ist aber gut gemacht. Ist cool, also eine richtig versteckte Mission. Wenn du dich halt umschaust, kriegst du halt so eine Mission. Ja, ist doch schön. Gut. Hätten wir das, dann hätten wir wirklich auch auf der Karte alles abgeschlossen. Was ist das hier? Ah, mal gucken, gibt es die jetzt wieder? Ja, ne. Da war vorher Adrenalinspritze, das haben sie in erster Hyperkräften gemacht. Okay. Gut, dann. Ich sagen, ist das hier mal ein perfekter Punkt. Der Part ist jetzt ein bisschen kürzer als sonst, aber ansonsten sind sie auch ein bisschen länger. Dann werden wir im nächsten Part die neue Mission angehen. Dann kann ich nämlich jetzt hier mal in Ruhe mein Zeug jetzt wieder mal leeren. Ich bin gespannt, was mich da jetzt erwartet, weil wenn ich das hier richtig gelesen habe, die wissen jetzt, wo wir sind. Und wir müssen das Hotel absichern und das wird sicher sehr interessant, was uns da alles erwartet. Vielleicht müssen wir
wirklich hier den Keller verteidigen. Ja, das wäre ja schon mal eine krasse Sache. Aber gut, das werden wir sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Und dann sprechen wir mit Anita. Bis dann und ciao.